Hallo liebe Kinder, heute geht es um den Flächeninhalt von zusammengesetzten Flächen. Dabei geht es im Augenblick nur um Flächen, die aus Rechtecken bzw. Quadraten zusammengesetzt werden. Andere Flächen spielen hier noch keine Rolle. Wir sehen hier so eine zusammengesetzte Fläche und die sieht erstmal sehr komisch aus, denn dafür haben wir noch keine Formel. Um die gleich problemlos berechnen zu können, ist es wichtig, dass wir zunächst einmal wiederholen, wie man denn die Fläche eines Rechtecks oder eines Quadrates ausrechnet. So, dann gucken wir uns zunächst einmal diese Fläche hier an, die hier in Gelb gehalten ist. Das ist die Fläche eines Rechtecks. Damit wir die Formel hier verstehen können, noch einmal, ich habe diese längere Seite hier a genannt, die kürzere Seite b. Und um den Flächeninhalt dieses Rechtecks berechnen zu können, müssen wir die Länge a wissen und die Länge b wissen. Und dann rechnen wir einfach a mal b, also Länge mal Breite. Einzige, was man noch wissen sollte, es muss nicht sein, dass die längere Seite a und die kürzere Seite b ist. Es kann auch die längere Seite b und die kürzere Seite a sein. Okay, also kurz gesagt, a gleich a mal b. Und das bedeutet, wir rechnen die Länge mal der Breite des Rechtecks. Okay, dann gucken wir uns das Quadrat an. Auch das ist hier diese gelbe Fläche. Die Seitenlänge habe ich a genannt und diese Seitenlänge habe ich ebenfalls a genannt, was ja logisch ist, da ja beim Quadrat alle Seiten gleich lang sind. So, somit ist die Formel etwas abgewandelt im Vergleich zum Rechteck. Sie heißt nämlich hier groß a gleich a mal a, wobei aber a mal a das Ganze wieder Länge mal Breite bedeutet, ist also im Prinzip dasselbe wie beim Rechteck, Länge mal Breite, nur dass beim Quadrat die Länge und die Breite identisch sind. Okay, also diese beiden Formeln brauchen wir und diese beiden Formeln müsst ihr verstehen, bevor wir überhaupt beginnen, den Flächeninhalt von zusammengesetzten Flächen zu berechnen. Okay, also dann gucken wir uns diese Fläche hier mal an. Ich habe sie zweimal eingezeichnet. Warum? Da komme ich später zu. Und dann sollten wir uns klar machen, es gibt keine Formel, also in dieser Weise, die für ein solches Gebilde hier gilt. Dieses Gebilde ist zusammengesetzt. Und zwar aus Einzelflächen, die wir bereits kennen. So, wenn wir also so etwas sehen, was zunächst also weder Rechteck noch Quadrat ist, dann gilt folgende Überlegung. Wir müssen dieses Gebilde hier zerlegen in entweder Rechtecke oder Quadrate oder halt beides. So, und dann gucken wir mal, dann gucken wir uns das hier erstens an und wir unterteilen, ich mache das jetzt mal gestrichelt, damit die ursprüngliche Figur hier oder Form hier halt sichtbar bleibt. Und zwar habe ich das unterteilt in dieses Rechteck hier unten und dieses Quadrat hier oben. So, ich mache das mal in unterschiedlichen Farben bunt, damit man das auch gleich gut entziffern kann. So, okay, also jetzt kann man hier unten wunderbar erkennen, in Orange haben wir ein Rechteck. Und die Fläche dieses orangen Rechtecks können wir ausrechnen. Ich nenne die Fläche jetzt mal A1. Das macht ihr bitte auch so, dass ihr die Teilflächen mit kleinen Nummern verseht, um den Überblick zu behalten. So, wenn wir A1 ausrechnen wollen, dann brauchen wir, ne, es handelt sich um ein Rechteck und die Formel zur Berechnung von Rechtecken ist A mal B, also Länge mal Breite. So, dann brauchen wir die Länge und die Breite, um ausrechnen zu können, wie groß die Fläche A1 hier ist. So, ich messe mal die Länge. Das sind 5 cm, also 5. Und die Breite, aufgepasst, jetzt ist nicht gemeint die Breite des gesamten Gebildes hier, sondern nur die Breite dieses orangen Rechtecks, denn A1 soll ja nur die orange Fläche sein. So, und die ist hier 2 cm, also 5 mal 2 und dann haben wir 10 Quadratzentimeter. Okay, also dieses hier ist Fläche A1. So, jetzt sind wir aber noch nicht fertig, denn der obere Teil dieser zusammengesetzten Fläche, den haben wir noch nicht gerechnet. Und von daher
färbe ich das jetzt in einer anderen in einer anderen Farbe und dann können wir wunderbar erkennen, dass sich auch hier eine bekannte Fläche ergibt, nämlich eine quadratische Fläche. Und damit wir den Überblick behalten, nenne ich sie wieder A2. Hätten wir jetzt noch weitere, also wäre dieses Gebilde hier aus weiteren Einzelflächen zusammengesetzt, dann würde man halt weitergehen mit A3, A4 und so weiter, aber das haben wir hier nicht. Das heißt, bei uns endet das sozusagen mit A2. So, da das Ganze hier ein Quadrat ist, das kann ich aber auch nochmal zeigen, also es ist 2 cm hoch und 2 cm breit, gilt hier die Formel A gleich A mal A, was aber im Prinzip nichts anderes ist als die Rechteckformel nur aufs Quadrat umgemünzt, denn auch hier setzen wir die Länge und die Breite ein, die ist nur beides 2 cm, also 2 mal 2 und das sind 4 Quadratzentimeter. Okay, jetzt fehlt aber noch was, wir müssen nämlich das Ganze noch zusammenrechnen. So, das heißt der Flächeninhalt von zusammengesetzten Flächen. Und wenn wir uns dieses Gebilde hier angucken, dann ist das aus zwei Einzelflächen zusammengesetzt, die wir jeweils ausrechnen können. Also in einem könnten wir es nicht ausrechnen, aber in zwei Einzelflächen, ein Quadrat, ein Rechteck, können wir es wunderbar zusammenfassen. Das heißt, die Fläche A dieses Gebildes hier besteht aus der Fläche A1 plus der Fläche A2 und die müssen wir noch zusammenrechnen. A1, das waren 10 Quadratzentimeter und A2, das waren 4 Quadratzentimeter und damit kommen wir auf insgesamt 14 Quadratzentimeter. Okay, es gibt meistens mehrere Wege, wie man diese Fläche unterteilen kann. Also wenn jetzt jemand sagt, ich hätte das gar nicht so unterteilt, dann ist das schon mal in Ordnung, denn man hätte die Fläche, also deswegen habe ich die gleiche zusammengesetzte Fläche hier nochmal eingezeichnet, man hätte sie auch so unterteilen können. Also in diesen Teil hier. A1 und diesen Teil hier. A2. Ich rechne das jetzt nicht nochmal aus, würde aber genauso funktionieren wie hier. Wir würden zunächst die Fläche A1 ausrechnen. Mit A mal B, dann ist es ja ein Rechteck und hier ergibt sich in Fläche A2 ein weiteres Rechteck. Das würden wir dann halt A2 mit dieser Länge und dieser Breite rechnen. Und wir würden das dann anschließend wieder zusammenrechnen und kämen ebenfalls logischerweise auf 14 Quadratzentimeter. Denn die beiden Flächen hier sind ja gleich groß. Die Fläche A1 hier wäre etwas kleiner als die Fläche A1 hier und die Fläche A2 dafür etwas größer als diese, aber insgesamt würde man wieder auf 14 kommen. Okay, so, dann möchte ich noch eben eine kleine Ergänzung machen. Diese Aufgaben mache ich auch mal gerne und die sind nicht maßstäblich. Das heißt, ich kann hier nicht mit dem Lineal messen und sagen, aha, wenn das so und so lang ist, dann ist das andere wohl so und so lang. Ich habe hier einfach etwas aufgezeichnet und Zahlen dran geschrieben. Nur leider stehen hier nicht überall Zahlen. Also an einigen Stellen fehlt etwas. Zum Beispiel hier fehlt uns eine Länge. Das heißt, die können wir im Augenblick noch nicht bestimmen. Gemeint ist diese Länge hier. Die wissen wir nicht. Und auch hier fehlt eine Länge. Die wissen wir zurzeit auch nicht. So, diese Aufgaben mache ich gerne, weil das regt euch so ein bisschen zum Nachdenken an. Wie funktioniert das Ganze? Und das ist halt auch immer eine von den Aufgaben, die ich in diesem Bereich gerne nutze. Also, was müssen wir hier machen? Wir müssen halt auch dieses hier in Einzelflächen unterteilen. Das mache ich jetzt mal. Also wie gesagt, das ist genauso wie hier. Wir können das in unterschiedlicher Art und Weise berechnen, zerlegen. Das mache ich jetzt mal. Also ich zerlege das mal so und so beispielsweise. So,
So, und dann habe ich drei Flächen hier rausgemacht und diese drei Einzelflächen müsste ich dann berechnen. Also sagen wir mal das Blaue hier, das ist meinetwegen A1. Dann haben wir das Gelbe hier, das ist A2. Und das Rote hier, das ist A3. Und dann müssten wir halt dreimal ein Rechteck rechnen, um die Fläche auszurechnen. Aber das will ich jetzt gar nicht mehr vorrechnen. Das habe ich ja hier oben schon mal gemacht, wie das geht. Wir hätten hier jetzt nur A1, A2 und A3. Okay, wenn wir hier sehen, A3, da haben wir hier die Breite 6 und hier die Länge 20. Da bräuchten wir also keine zusätzliche... kein zusätzliches Maß mehr haben. Die 15 bräuchten wir nur, wenn wir es hier unterteilt hätten. Für A2, da bräuchten wir diese Länge, die müssten wir ausrechnen. Und diese Länge hier, die haben wir auch noch nicht, die müssten wir auch ausrechnen. So, ja, also von daher, es gibt hier noch einiges zu ermitteln. A1 könnten wir direkt ausrechnen, denn das hier ist 4, das ist 16, also 16 mal 4 und dann hätten wir die Fläche A1. So, aber es gibt hier einige Sachen, die wir ausrechnen müssen. Ja, wie funktioniert das? Diese 19 hier unten, die bedeutet, das ist die Breite von hier bis hier. Also 19, sagen wir mal, das ist alles in Metern, dann ist das 19 Meter von hier bis hier unten. So, dann ist es auch 19 Meter von, wenn ich dieses hier verlängern würde, von hier bis hier. So, jetzt sehen wir, dieses Stück ist 4, dieses ist 6 und dieses fehlt uns. So, und das müssen wir miteinander vergleichen. Sozusagen alle Längen, die in diese Richtung gehen, die spielen jetzt im Augenblick für uns keine Rolle, sondern es geht hier uns um dieses Fragezeichen hier. Also dieses hier. Wie können wir das ausrechnen? So, indem wir nochmal von der Gesamtlänge 19 die Teillängen für diese beiden Rechtecke rausrechnen. Und die 6 hier spielt dafür eine Rolle und die 4. Das heißt, die 4 plus die unbekannte Länge plus die 6 muss insgesamt 19 ergeben. Alles geht sozusagen von hier bis hier. Das geht von hier bis hier. Ja, also das plus das plus das geht von hier bis hier. Und die 19 geht von hier bis hier. Das heißt, zusammen müssen diese, diese und diese Länge komplett die 19 sein. Ich schreibe das mal auf, wie ihr es aus der Grundschule kennt. 4, diese 4, plus unser Fragezeichen hier, plus die 6 müssen 19 ergeben. So, das heißt, was müssen wir zu 4 und 6 noch dazu rechnen, um 19 zu bekommen? Machen wir die Umkehrrechnung. Wir ziehen von den 19 6 ab, dann sind wir bei 13. Und von 13 ziehen wir nochmal 9 ab, 4 ab und dann landen wir bei 9. Das heißt, diese Länge hier beträgt 9. 4 plus 9 wären 13 plus 6 wären die kompletten 19. So. Okay, der zweite Wert, der hier unbekannt ist, für unsere A2, der befindet sich hier. Da mache ich jetzt auch mal ein Fragezeichen dran. Und zwar ist die Frage, wie lang ist dieses hier? Da nutzt uns diese Seite nicht, weil hier fehlt uns auch ein Wert. Aber diese Seite hier können wir nehmen. Also von da oben bis da unten sind es 20. Und hier funktioniert das wieder genauso. Um diese Länge rauszubekommen, müssen wir gucken, wie ist diese Länge hier plus 15 muss wieder 20 ergeben. Also unser Fragezeichen hier plus diese 15 hier, also die Länge von hier bis hier, muss ja wieder 20 ergeben. Also nochmal, diese Länge hier, die ich nicht kenne, und die 15 muss genauso lang sein wie die 20. So, also was addiere ich zu 15 dazu, um 20 zu bekommen? Oder andersrum, ich ziehe von 20 15 ab und dann weiß ich, wie lang diese Länge ist, nämlich 5.
Okay, und dann kommen wir zu unserem letzten Fragezeichen hier, dieses hier. Da wir jetzt wissen, dass diese Länge hier 5 ist, müssen wir uns überlegen, diese 5, also das ist ja die gleiche Länge wie hier, nämlich 5, wie wir gerade ausgerechnet haben, diese 5 und dieses Fragezeichen hier müssen zusammen 16 ergeben, denn die 5 und das Fragezeichen sind genauso lang wie diese 16. Das heißt, das dritte Fragezeichen, das hatte ich hier auch gelb gemacht, dieses hier, da mache ich mir auch einen Pfeil hin, damit man das eindeutig zuordnen kann. Also dieses Fragezeichen plus die 5, die wir hier schon ausgerechnet haben, in dieser Rechnung, müssen 16 ergeben. Also andersrum, 16 minus 5 ergeben unser Fragezeichen und damit wissen wir, das ist 11. Okay, das soll es für heute gewesen sein.